Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 2. Nach einer kleinen Aufnahmepause habe ich mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, die nächste Episode aufzunehmen und den ein oder anderen Tipp anzugehen, den mir der liebe Klaus gegeben hat. Unter anderem hat er gesagt, ich löse mal eben die Pause auf, dass wir die Fischerhütten am besten im Norden abreißen sollten. Stimmt, die produzieren ja ohnehin nichts mehr. Warum habe ich die überhaupt noch da stehen? Warum habe ich sie nicht gleich abgerissen? Merkwürdig. Also, weg mit den beiden Fischerhütten. Für Neubau hatten wir ja schon hier unten gesorgt. Hier haben wir eine Fischerhütte, die zu 100% arbeitet. Hier haben wir eine. Die arbeitet aber noch nicht so viel, 12% nur. Und hier haben wir eine. Die arbeitet auch nur zu 12%. Aber der Klaus hat gesagt, und die Idee war gar nicht so schlecht, hier unten noch eine Fischerhütte im Bauen. Hier haben wir zwar schon eine stehen, die zu 112% arbeitet. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir da jetzt noch eine Fischerhütte hinbauen. Ich warte erstmal ab, ob sich das hier erholt mit den 12%, ob das mehr wird. Ansonsten nicht, dass wir hier die See überfischen. Sonst wäre dann ja auch blöde. Das behalten wir mal im Auge. Weiter noch wurde mir geschrieben, die Wachtürme sind nicht proper besetzt, haben aber Goldmünzen rumfliegen. Bringt natürlich gar nichts. Deswegen gehe ich jetzt hin und versuche mal im Militärberater-Menü, was irgendwo hier unten ist, hier die Inlandsstärke zu erhöhen. So. Kommen jetzt hier die ganzen Soldaten raus? Ja, jetzt kommen hier Soldaten raus aus unserer Festung, solange wir noch Waffen haben. Anscheinend haben wir genug Waffen. Und gehen jetzt zu den ganzen Wachtürmen, damit diese voll besetzt werden. Denn, womit er recht hat, der liebe Klaus, auch das hat er mir geschrieben, die Münzen, die dort liegen, wenn ich dann irgendwann mal einen Wachturm abreiße, dann ist die Münze auch futsch. Das muss ja nicht sein. Und unsere Goldproduktion ist ja im vollen Gange. Die läuft ja richtig gut. Von daher, beförderungsmäßig, denke ich mal, dürfen wir da keine Probleme haben, dass unsere Soldaten dann auch stärker werden. Da kommt einer hier hin. Da kommen noch welche. Ja, dann haben wir gleich... Mein Gott, da kommen ja immer mehr raus. Ich frage mich, wo sie die Waffen mehr haben. Dabei haben wir doch nur hier null Schwerter, ein Schild nur. Naja. Naja, sollen wir gleich sein. Sollen sie ruhig machen. Dann auch jemand hier reingeht, in die Baracke. Naja, auf jeden Fall, das läuft. Und wenn wir militärisch stark dastehen, an den Grenzen, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Gut. Letztes Mal waren wir stehen geblieben und hatten Probleme mit unserer Eisenproduktion, weil die Eisenschmelze nicht genug Kohle abbekommt. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt ändert. Hier bekommt er wieder Eisenerz geliefert, aber keine Kohle. Aber er arbeitet anscheinend zu 76%. Gut. Ja, wo bringt er das Eisen jetzt hin? Hier hinten irgendwo. Zur Waffenschmiede vielleicht? Das kann natürlich sein. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Könnte aber auch genauso gut ein Schinken sein. Ich weiß es nicht genau. Nun gut, wollen wir mal hoffen, dass wir das früher oder später wieder hier in den Griff kriegen mit der Eisenschmelze, dass wir dort mal genug Eisen produzieren, damit unsere Schlosserei tätig wird und genug Werkzeuge herstellt. Nicht, dass uns die irgendwann nochmal ausgehen und wir nichts mehr bauen können. Das wäre nicht so schön. Denn hier Angeln haben wir schon keine mehr. Deswegen bräuchte ich, glaube ich, auch keinen Fischer mehr bauen. Was machen die Fischer hier? Ah, die berappeln sich so langsam. 40%, 40%. Die läuft auf Hochtouren. Der Fischer hier unten. Mittlerweile auch bei 36%. Also das erholt sich so langsam. Das ist gut. So, was machen unsere Wachtürme, die jetzt voll besetzt sind? Ah, mit 2, 4, 6 Mann. Das sehen wir auch hier oben an den kleinen Fähnchen. Je mehr Soldaten dort drin sind, in der Baracke oder in dem Wachturm, desto mehr Fähnchen wedeln oben auf dem Dach. Was natürlich praktisch ist für den Gegner, der weiß, oh, stark besetzt, greife ich lieber nicht an. Ja gut, hier noch einer mit Holzschwert, der hat schon, glaube ich, ein Kupferschwert. Das läuft auch so langsam. Hier sind auch zwei drin. Der Wachturm ist auch voll besetzt, hat noch zwei Münzen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die sich nach und nach selbst befördern. Jetzt wollte ich fast ein anderes Wort sagen, was nicht so korrekt gewesen wäre. Unser Eisenbergwerk, 100%. Dieses Eisenbergwerk auch auf 100%. Also Eisenerz an sich, das ist kein Problem. Das haben wir. Wie gesagt, es ist immer noch das Problem der Kohle. 92% dieses, 70% dieses. Ja,
Was ist denn das Problem, dass ihr nicht so richtig arbeitet hier? Faules Pack. Das macht unsere Goldbergwerke. Nicht, dass die irgendwann mal... Die sind irgendwann erschöpft. Also diese Bergwerke, die halten nicht immer. Die sind irgendwann erschöpft, dann kann man da nichts mehr rausholen. Und dann muss man neue Bergwerke finden. Beziehungsweise neue Quellen, die man dann anzapfen kann. So to say. Dieses Granitbergwerk hatten wir ja lahmgelegt beim letzten Mal. Weil wir genug Granit auf Lager haben. Hier haben wir noch ein Kohlebergwerk, was zu 100% arbeitet. Dieses dürfte jetzt auch gerade einen Schinken geliefert bekommen. Das schauen wir uns mal kurz an. Da läuft er mit dem Schinken den Berg hoch. Bumpi, bumpi, bum. Übrigens immer noch keine Gegner in Sicht. Nach wie vor. Keine Ahnung, wieso, weshalb. Na? Wo bringt er den Schinken denn hin? Den hast du aber ein bisschen weit weggelegt, oder? Okay, da steht eine Fahne, deswegen liefert er das dahin und jetzt holt er die Kohle ab, die er dann jetzt auch runterträgt. Während der Schinken im Kohlebergwerk angekommen ist, wird mir aber noch nicht angezeigt. Fehlt auch ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Wir verfolgen jetzt einfach mal den Weg der Kohle, wo die hingeht. Hier haben wir sie. Schön im Auge behalten, auch wenn er jetzt hier durch den kleinen Wald läuft. Den verlieren wir nicht aus den Augen. Nein, 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 nein. Ich möchte mal wissen, wo die Kohle jetzt als nächstes hingeht. Vielleicht zum Eisenbergwerk. Vielleicht wieder irgendwo hin, wo wir sie gar nicht brauchen. Da kommt noch ein Stück Kohle. Mhm. Da wird wieder ein Schwein reingetragen in die Fleischerei. Das läuft zu 70%. Zwei Schweine hat er noch. Hier wird die Kohle nach unten getragen, wenn ich das richtig sehe. Da guckst du einmal eine Sekunde nicht hin. So, jetzt trägt er die Kohle hier hoch. Zur Eisenschmelze. Das könnte gut sein, oder? Ist dann genau da, wo es auch landen soll. So, Schweinezucht 49%. Naja, okay. Und geht die Kohle jetzt wirklich rein in die Eisenschmelze? Sieht nicht so aus, oder? Sonst würde er sich das ja holen. Na? Was trägst du jetzt hier? Eisenerz durch die Gegend? Für die Eisenschmelze? Gut, würde natürlich auch Sinn machen. Trägt er jetzt da rein. Und jetzt kannst du auch bitte direkt die Kohle hinterher tragen. Na, die trägt er weg. Trägt er wahrscheinlich zum... Ja, weiß ich nicht, zum Waffenschmied. Das kann natürlich sein. Na gut, aber solange er auf 79% arbeitet, will ich mal nichts sagen. Solange da fertiges Eisen hinten rauskommt, soll mir das nichts ausmachen. Gut, irgendwelche Gegner in Sicht? Nein, keinerlei Gegner in Sicht. Auch hier nicht. In die Richtung auch nicht. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier uns weiter erweitern. Dass ich hier noch irgendwo eine Baracke hinsetze. Was natürlich nicht so toll läuft. Ich glaube, ich baue hier unten eine Fischerhütte hin, so wie der Klaus vorgeschlagen hatte. So. Eine Fischerhütte. Verbinde dann die Straße... Womit? Hiermit? Geht das? Das geht. Bauen wir hier die zweite Fischerhütte hin. Das ist dann sozusagen unsere Südküste, unsere Südwestküste. Und dann reißen wir die Fischerhütte ja nämlich ab und bauen dann eine Baracke hin. Auch wenn die gut läuft mit ihrem 84%. Aber wir müssen uns hier diesen Weg weiter erweitern, um dann irgendwann mal in die Nähe eines Gegners zu kommen. Häusernamen? Achso, man kann sogar die Häusernamen einschalten, sehe ich gerade. Das ist ja cool. Mhm. Die kann man aber nur mit einer, auf einer Baustelle wie dieser hier ausschalten, oder wie? Oder wenn ich daneben klicke? Kann man ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Achso, geht das. Häusernamen kann man sich anzeigen lassen. Das ist ja cool. Nicht übel, nicht übel. Warten wir, bis das ausgebrannt ist und dann bauen wir dort oben eine Baracke hin. Hier haben wir auch noch viel Platz, um irgendwelche Sachen hinzubauen. Stellt sich nur die Frage, was wir nötig hätten im Moment. Unsere Bauernhöfe laufen, wenn ich das richtig sehe, 85%. 100% und hier unten hat man, glaube ich, noch einen Bauernhof. Stimmt's? Richtig. Der läuft auch zu 92%. Also das läuft alles ganz gut. Unsere Mühle ist ausgelastet, hat richtig gut zu tun mit 100%. Ansonsten denke ich, läuft eigentlich alles in unserem Reich. Kein Gold mehr, keine Münzen mehr. Also Gold haben wir genug, aber keine Münzen mehr. Eisenerz haben wir mittlerweile genug. Bier haben wir mittlerweile auch genug auf Lager. Das ist eigentlich immer eine gute
Nachricht für mich. So überlege ich gerade, ob wir unten irgendwo ein Lagerhaus hinbauen, damit das ganze Gold nicht weggeschleppt wird bis ins Hauptquartier, um es dann wieder zurückzuschleppen zur Münzprägerei. Was brauchen wir denn für ein Lagerhaus? Mittleres Gebäude? Ich glaube, ja. Genau, dann bauen wir da ein Lagerhaus hin. Ich kann nämlich das Gold, welches hier geschmolzen wird, beziehungsweise abgebaut wird, dort eingelagert werden. Da muss ich nicht den kompletten Weg, wenn es mal nicht gebraucht wird in der Münzprägerei, denn die hat mich richtig gut zu tun, nicht den kompletten Weg zum Hauptquartier zurück. Und wenn es da mal benötigt wird, wird den kompletten Weg zurück zum Münzquartier, zum Münzprägerei geschleppt werden. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir da dann das Lagerhaus hinbauen. Kleine Fischerhütte hier wird auch langsam angefangen zu bauen. Das ist auch in Ordnung. 94% diese Fischerhütte. Guck ich nochmal, wie viel Fisch wir auf Lager haben. 0. Ja, es ist immer noch ein bisschen tricky. Da müssen wir noch dran arbeiten. Da können wir natürlich hier die Fahne abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Genau wie diese. Können wir eventuell was Neues hier oben hinbauen. Stellt sich nur die Frage, was. Wir könnten natürlich hier oben eine Baracke hinbauen. Dann würden wir den Bereich hier auch noch erweitern, sodass wir hier eventuell fischen könnten. Ja, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, sollen wir das machen hier oben, dies erweitern? Lohnt sich das, obwohl dieser Bereich hier ist ja schon abgefischt? Weiß ich nicht, wie weit er abgefischt ist. Vielleicht reicht das ja auch bis hier hinten hin, dieses abgefischt sein, so dass es sich gar nicht lohnen würde, wenn wir dann hier jetzt einen Fischer hinbauen oder hier in dem Bereich. Nun ja. Sehr schön. Da stehen zwei Schweine, die warten, weggetragen zu werden. Das ist aber nett von den Schweinen, wenn die wüssten, was mit denen los ist, wo sie hinkommen. Esel. Ich sehe gerade die ganzen Esel, die hier arbeiten. Was macht unsere Eselzucht? Hier oben. Die funktioniert überhaupt nicht, weil bei der kein Getreide ankommt. Lässt mich zur Schlussfolgerung kommen, dass wir eventuell noch einen Bauernhof brauchen. Den wir hier hinbauen könnten, eventuell. Sollen wir das machen? Aber der ist dann weit ab vom Schuss, oder? Der ist ziemlich weit weg, dann der Bauernhof. Aber was bringt eine Eselzucht, wenn dort kein Esel ankommt? Esel als Ressource finde ich hier nirgendwo im Hauptquartier. Nur Schweinsköpfe. Was sind das eigentlich? Schmelztiegel. Achso. Wir bekommen immer mehr Gold dazu. Könnt ihr eventuell noch Gedanken über eine zweite Goldprägerei, Münzprägerei machen? Die würde dann hier oben hinpassen. Würde aber noch viel besser hier unten hinpassen. Dafür brauche ich aber, glaube ich, ein mittleres Gebäude. Ah, da wird es den Platz wegnehmen von Bauernhof. Das gefällt mir nicht so. Sehe ich keinen vernünftigen Platz hier in der Nähe. Hier unten wird es hinpassen. Dort wird es hinpassen, wird dann aber wieder den Platz vom Bauernhof wegnehmen. Schade, dass es hier nicht hinpasst. Hätte hier hingepasst wie Arsch auf Eimer, sage ich. Aber passt leider nicht. Außer hier natürlich. Aber dann steht so halb im Sand. Ist ja auch nicht schön. Außerdem brauchen wir den Platz noch, um uns nachher zu erweitern. Mit einer Baracke oder einem Wachturm oder ähnlichem. Was machen die Soldaten hier? Ja, ja, die befördern sich schön. Sehr schön. Also da haben wir schon eine starke, schlagkräftige Truppe zusammen. Und wir können hier anfangen, eine Baracke zu bauen. So, um uns dann hier zu erweitern. Und dann denke ich mal, wenn wir den Steg hier geschafft haben, dass wir dann auch in der Lage sind, mal auf den Gegner zu treffen. Können wir uns eventuell nochmal anschauen, wie wir gegnermäßig dastehen. Wo kann man sich das ansehen? Hier drin, in der Statistik wahrscheinlich. Wir sind die Blauen. Wir holen so langsam auf, militärmachtmäßig, während die Computer immer noch überlegen sind. Das sehen wir hier. Rot und Gelb und wir sind die Blauen. Das ist nicht so schön. Müssen wir eventuell noch ein paar Baracken bauen. Aber da sind wir ja bei, Das ist ja alles kein Problem. Das geht schon laufen. Wenn natürlich auch die Baracke wieder besetzen, was wird mir das bringen? Ich weiß es nicht genau. Na komm, wir haben so viel Gold, dann können wir auch zulassen, dass diese Baracke aufgewertet wird. Warum nicht? 42 Gold, ja, wir kommen bloß nicht mit dem Münzprägen hinterher, das ist das Problem. Obwohl die natürlich auf 100% läuft. Ich mache das jetzt anders. Ich baue jetzt hier oben eine Münzprägerei hin. Die passt hier genau hin.
Wo haben wir sie? Bum, 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 bum. Da, Münzprägerei. Verbinden die Straße. Da müssen wir sie hiermit verbinden. Natürlich nicht so schön. Ja, mal abbrechen. Einmal abbrechen, bitte. Straße bauen. Wo können wir sie hinbauen? Hierhin? Das funktioniert nicht. Straße bauen. Hierhin? Funktioniert auch nicht. Mist. Da wäre zwar Platz, aber da können wir keine vernünftige Straße bauen. Da müssen wir die Straße hier hinten rumbauen. Das ist ja natürlich ein riesiger Weg zum Laufen. Reiß mal die Baustelle ab. Reiß auch die Fahne wieder ab. Vielleicht passt die Münzprägerei hier eben noch hin. Das könnte natürlich hier hin passen, das kann sein. Dann ist sie auch in der Nähe des Hauptquartiers. Hier wäre sie natürlich am perfektesten, aber wird dann den Bauernhof wieder Platz wegnehmen. Hm. Wenn ich sie dahin baue, die Münzprägerei, kann ich dann die Straße verbinden? Hierhin? Ja, das geht. Das gefällt mir dann schon besser. Dann hat's das Golderz nicht so weit, den Weg von der Münzprägerei, vom Hauptquartier bis zur Münzprägerei. Das läuft. Gut, Münzprägerei im Bau. Hier hinten die Baracke im Bau. Die ist dann auch bald fertig. Die werden weiter befördert. Wenn wir dann irgendwann mal mit dem Goldprägen nachkommen, mit dem Münzprägen. Das machen unsere Kohlebergwerke 100%. Daneben geklickt 100%. Unsere Fischer arbeiten hoffentlich zu 100%. Yep, 100%. 100%. Was machen die hier unten? 55 kommt. 100%. Schön. Hat am Anfang der Folge 12%. Jetzt am Ende der Folge sind wir dann bei 100% für diese Fischerhütte. Schön. Unser Lagerhaus ist auch im Bau. Das dauert ein bisschen. Ist halt ein größeres Gebäude. Aber kein Problem. Wir haben ja Zeit. Uns drängt ja niemand. Gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder eine kleine Pause. Dann war's das für heute. Und hier geht's sicher demnächst wieder weiter mit Die Siedler 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Dann tschüss, ciao und bye bye.